Na, Einleitung wäre geil. Oi, gente, sou Jéssica Sulikowski e bem-vindos ao Backstage Talk. Herzlich willkommen zum neuen Backstage Talk. Und natürlich haben wir wieder einen wunderbaren Gast hier. Und unseren heutigen Gast, ich stelle ihn wieder kurz vor, kann ich beschreiben wie folgendermaßen. Temperamentvoll, irgendwie immer auf Wolke 7, aber das kann sie später selbst beschreiben, was ich damit meine. Und sie ist ein sehr ehrlich, humorvoller Charakter. Mein Gast heute, Jéssica Sulikowski. What's poppin'? Hello. Ich finde es großartig, dass du hier bist. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Bitte gern. Schön, dass du es einrichten konntest. Das allererste, bevor wir irgendwas sagen, Leute, die ich jetzt kenne oder auch nicht, stell dich mal ganz kurz vor, ohne groß auszuholen. Wer bist du? Was machst du? Ja, also ich bin Jéssica Sulikowski, 28 Jahre alt und bin beruflich tätig als Content Creator und Schauspielerin. Auf den Punkt gebracht. Und was sie noch ist, furchtbar unverschämt braun. Es widert mich an. Hier ist 8 Monate dunkel, sie geht 2 Wochen oder wie lange warst du weg? 3 Wochen. 3 Wochen nach Thailand und ist jetzt wie so ein Karamellbonbon vor mir. Wir stellen dir ein paar kurze und ein paar längere Fragen. Auch bei dir haben wir natürlich eine Umfrage gemacht und es sind ein Arsch voll Fragen reingekommen. Die Leute wollen wissen, was sie macht, wo sie sich rumtreibt und vor allen Dingen mit wem. Wir fangen mit kurzen Fragen an. Alles, was ich dich frage, versuch mal so spontan wie möglich zu beantworten, ohne groß drüber nachzudenken. Kriegst du hin, oder? Ja, gucken. Oh, Schneckchen. Europa oder Südamerika? Südamerika. Südamerika. Tänzerin oder Sängerin? Sängerin. Mhm. Süßes oder Saures? Saures. Habe ich getippt. Fremdgeher oder Treuer? Treuer. Treuer. Lust auf Kinder? Ah, kritisches Thema. Kritisches Thema. Machst du gern Sport? Ja. Hast du eine Lieblingsserie? Aktuell nein. Vegan, vegetarisch oder mit Fleisch? Mit Fleisch. Geil. Ich bin mir gleich wieder sympathischer. Aber ich wusste es ja. Hey, ist mal ein schöner kleiner Einstieg. Erstmal, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich kann mich nicht beklagen. Du warst jetzt 3 Wochen in Thailand. Richtig. Darf ich fragen, was du da gemacht hast? Oder ich weiß, was du gemacht hast, aber okay. Darf man fragen, darfst du es erzählen, was du da gemacht hast? Ja, aktuell darf ich sogar sagen, was ich dort gemacht habe. Und zwar habe ich für Kampf der Reality Stars gedreht. Was macht man bei Kampf der Reality Stars? Schaltet ein und lasst euch überraschen. Wo schalten wir ein? Bei RTL 2. Wann läuft's? Weiß ich noch gar nicht. Also so grob. Ich denke ab März, April. Ah, okay, okay. Für alle, die das Format nicht so richtig kennen, beschreib mal, um was es da grob geht. Kampf der Reality Stars. Kampf der Reality Stars. Da nehmen Reality Stars teil, von jedem Genre gefühlt. Und man kämpft um 50.000 Euro. War schön? Ja, es war schön. Ja. Wo in Thailand war das? In Phuket. Phuket, da war ich auch schon mal, lange her. Ja. Aber es ist eine ganz coole Gegend. So, was viele gefragt haben, beschreib mal bitte dich. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Ich bin ein sehr liebevoller Mensch, humorvoll, sehr loyal und auch ehrlich. Und crazy. Und Peace, Love and Harmony. Und alles, was sie gerade gesagt hat, kann ich eigentlich nur so bestätigen. Wir kennen uns ja, ich überlege, wie lange kennen wir uns schon? 2019, glaube ich. Das war ziemlich so, also mindestens 3 Jahre. Ja. Und ich habe mich eigentlich genauso kennengelernt, wie du das gerade beschrieben hast. Sehr ehrlicher, sympathischer, humorvoller Mensch. Thank you. Ja, ich finde, sowas macht es immer wichtig. Mhm. Gerade so in dieser Branche, Reality, Schauspiel, man weiß eigentlich nie so richtig, woran man da ist. Und da weiß man es umso mehr zu schätzen, wenn man mit sehr ehrlichen, netten, sympathischen Kollegen zu tun hat. Ist halt wie jeder andere Job. Ne? Manche mag man mehr, manche mag man weniger und so ist es bei uns auch. Mhm. So, die ein oder andere BTN-Frage habe ich ja bekommen. Ja, natürlich. Ich arbeite die erstmal ab, bevor wir irgendwelche anderen Fragen machen. Mhm. Hast du BTN verlassen?
Ja, ich habe Berlin Tag und Nacht verlassen. Wieso hast du das gemacht? Wieso habe ich Berlin Tag und Nacht verlassen? Ich habe Berlin Tag und Nacht verlassen, weil ich der Meinung bin, dass ich dort ausgelernt habe. Ich habe jetzt 3 Jahre lang dort gearbeitet und ich habe keine neuen Herausforderungen bekommen und ich bekomme gefühlt nichts mehr, woran ich an mir selber arbeiten kann und dementsprechend wachsen kann. Also bin ich zum Entschluss gekommen, was Neues zu machen, einfach ins kalte Wasser zu springen und gucken, was das Leben so bietet. Hast du das schon vorher gesagt, wo du damals eingestiegen bist, Mensch, ich mache das so bestimmte Zeit lang und dann, oder ich mache das so lange, wie es geht? Als ich angefangen habe, habe ich mir wirklich vorgenommen, maximal 2 Jahre teilzunehmen, aber es wurden 3. Wie bist du dazu gekommen damals überhaupt? Die haben mir tatsächlich eine Anfrage geschickt. Ich habe ein paar Mal abgelehnt, also einige Rollen. Und dann meinten sie ja, okay, dann schreiben wir dir einfach ein. Aber worüber hat man dich angefragt? Also warst du irgendwo bekannt oder hast du dich mal beworben irgendwo oder hattest du ein Profil? Ich habe 2017 für eine Serie gedreht, auch für RTL 2. Schwestern volle Dosis Liebe und damit hat es dann angefangen. Okay. Okay, und da so hattest du quasi eine Setcard irgendwo, genau, und dann hat man gesagt, schon. Dich hätten wir gerne. Richtig. Aber war eine interessante Zeit, oder? Wie würdest du es beschreiben, die 3 Jahre? In diesen 3 Jahren habe ich so viel gelernt. Über Menschen, über mich selbst. Es ist unglaublich, die Erfahrung zu machen. Also die kann dir keiner nehmen. Und nicht jeder kann sagen, dass er genau diese Erfahrung gemacht hat. Vor allen Dingen, wir sind ja immer verschiedene Teams gewesen. Wir haben immer mit verschiedenen Menschen gearbeitet. Und da wächst man auf jeden Fall selber sich hinauf. Ich habe immer von dir auf dein Profil so Bilder angeguckt, wo du angefangen hast und wie du jetzt auch siehst. Man hat auch so körperlich, finde ich, so einen ganz schönen Prozess durchgemacht, oder? Voll. Doch, doch. Also da sahst du noch so ein bisschen wie so ein unschuldiges, wie so eine unschuldige Jess aus. Und jetzt siehst du nicht mehr ganz so unschuldig aus. True story. Gab es Highlights oder was gab es so Highlights bei dem BTN, bei deiner BTN-Zeit, wo du sagst, das war wirklich cool und das war echt scheiße? Okay, ich fange erstmal mit dem Positiven an. Es gibt so 2 Ereignisse, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Und zwar einmal der Fallschirmsprung mit Adonis. Stimmt, den habt ihr ja wirklich gemacht. Wir haben den das wirklich war nicht gemacht. Gefaked. Wir haben den wirklich gemacht und wir sind danach sogar ein 2. Mal gesprungen, weil wir das einfach so geil fanden. Ja. Das ist so ein Moment, den werde ich nicht vergessen. Ich habe sogar geweint. Ja. Also ich werde den Moment niemals vergessen. Danach. Ja. Währenddessen eigentlich. Hast du Höhenangst? Nein, gar nicht. Ja. Deswegen war das erste Mal in meinem Leben und geile Erfahrung. Und der andere Moment war das 10-Jahres-Jubiläum, beziehungsweise wo wir gedreht haben. Hm. Ja, die Hochzeit von Joe und Paula, wo wir alle zusammen gearbeitet haben, ein paar Tage einfach draußen waren und so intensiv miteinander gearbeitet haben. Das war, ich wünschte mir, das hätte man öfter gemacht. Ja, also so als positives Ereignis. Ja, definitiv als positives Ereignis. Ja. Ich kann nicht mitreden, ich war nicht dabei. Stimmt. Negativ kann ich nichts zu sagen. Also das ist auch immer Interpretationssache. Ich habe mich immer fein aus allem rausgehalten. Natürlich gab es hier und da jetzt nicht unter Mitarbeitern bzw. Darstellern, sondern eher andere Gegebenheiten. Genau, richtig. Wo man ab und zu gedacht hat, was ein Bullshit, was geht hier ab. Ja. Aber sonst kann ich nichts Negatives sagen. Aber ist, denke ich mal, wie in jedem Beruf. Ja, klar. Manchmal gibt es halt so Sachen, die sind halt nicht so geil und manche Sachen sind echt cool. Jeder Beruf hat seine Vor- und Nachteile. Du hast die Kollegen erwähnt. Hast dich mit denen gut verstanden? Ich habe mich eigentlich mit allen Kollegen gut verstanden. Ich bin eh so ein Peace-Love-Harmony-Typ, also habe ich gar keinen Bock, irgendwie Stress zu haben mit Arbeitskollegen, weil im Endeffekt wollen wir alle ein Produkt liefern. Und wenn wir nicht harmonievoll miteinander arbeiten können, dann ist eigentlich alles von Arsch, bin ich der Meinung. Wenn ich überlege, ich finde auch wenig Ecken, wo ich mit dir irgendwie jetzt Stress anfangen könnte. Du bist ein sehr entspannter Mensch und da gibt es ganz andere. So, noch ein Kollege wurde ganz besonders gefragt. Ja. Dean. Darsteller Adonis. Den hatten wir auch schon hier im Backstage-Talk vor 3 Wochen, glaube ich, ungefähr hier. War mal ganz interessant zu hören, was der so gerade macht. Wie bist du mit dem klargekommen?
Mit Adonis bin ich sehr gut klargekommen. Ich meine, er ist ja mein Spielfreund gewesen. Mhm. Wir haben sehr lange intensiv miteinander gearbeitet. Und ja, sehr gut. Mhm. Warst du mit Dean Adonis zusammen? Jetzt in real life oder in der Serie? Das wollen die Leute wissen. Nein. Nein? Nein, wir waren niemals in real life zusammen. Ja. Wäre denn Dean / Adonis dein Typ? Er ist mir ein bisschen zu jung, ne? Ich bin 6 Jahre älter als er, also fällt das schon. Stimmt, der ist ja so ein Küken. Ja, er ist ein Baby. Ja. Er ist 2000 geboren, glaube ich. Ja. Und ja, war gut miteinander zu arbeiten, aber privat. Nicht mehr. Nur Freunde. Wir haben ja nicht mal Kontakt. Habt ihr nicht mehr? Nein. Nein? Okay. Eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ja. Können Männer und Frauen Freunde sein? Gute Frage. Also ich bin der Meinung, dass... Ich habe eine persönliche Meinung dazu, aber erzähl ruhig. Oh, shit. Ich glaube, ich weiß, wie du darüber denkst. Aber ich denke, das ist durchaus möglich. Ich bin früher mit Jungs groß geworden. Also ich hatte auch nur Jungsfreunde, weil ich mich mit Mädels nie richtig gut verstanden habe oder irgendwie immer was dazwischen war. Aber wenn man immer ehrlich zueinander ist, dann kann das funktionieren. Mhm. Die Frage ist, ob es von beiden Seiten so ist. Ja. Ich denke immer, mindestens eine Seite, entweder die Jungs oder die Mädels, einer will... Immer mehr. Immer mehr. Immer. Ein guter Freund von uns, Ali, unser Fahrer, hat es mal so beschrieben, dass seine Mama gesagt hat, du kannst Schwarzpulver und Feuer nicht nebeneinander legen. Es geht einfach nicht gut. Und so ist es. Ich glaube nicht, dass es... da eine richtige Freundschaft geben kann. Aber ich gehe davon aus, dass es möglich ist. Ich bin ja auch mit Jörn mega gut befreundet. Und wir sind wirklich befreundet, befreundet. Wir sehen uns wie Geschwister gefühlt. Und funktioniert. Jörni. Ich feiere mal seine Storys. Der ist ja gefühlt schon seit Ewigkeiten in... Wo ist der? Auch in Thailand? Ja, Sri Lanka ist er. Stimmt. Glaube ich. Ja, doch. So, um das BTM-Thema ein bisschen abzuschließen. Ja, wird es ein Comeback geben? Könnte es ein Comeback geben? Aktuell wird es kein Comeback geben für die Olivia, aber sag niemals nie. Jetzt in dem Augenblick gehe ich nicht davon aus, da wieder einzusteigen und ja, man weiß aber nicht, wie ich nächstes Jahr denken werde. Kann auch sein, dass ich sage, ja okay, klar, für ein paar Wochen oder ein paar Monate, easy peasy. Bist du eigentlich gerade noch in der Ausstrahlung? Nein. Ist schon durch? Ja, 5. Okay. Januar war mein letzter Ausstrahlungstag. Okay. So, du hast gesagt, du bist Content Creator. Yes. Was machst du denn aktuell gerade beruflich? Oder ist das gerade dein Beruf, den du hauptsächlich ausübst? Richtig, das ist gerade mein Beruf, den ich hauptsächlich ausübe. Wie sieht so ein Beruf aus? Naja, ich bin ja gerade erst frisch aus Thailand zurück von Dreharbeiten. Weil jetzt hast du ja nicht jede Woche in Thailand. Ja, das stimmt. Sieht relativ entspannt aus. Ich kann mir die Zeit natürlich selber einteilen. Ich muss ein paar Fotos schießen, ein paar Stories machen und ja, that's it. Ich glaube, du bist so ähnlich wie ich. Du würdest keine Kooperation machen mit Sachen, die du scheiße findest, sondern die du okay findest oder manche Sachen feierst du auch wirklich. Ja, die ich halt auch wirklich nutzen würde, je nachdem, was es für Produkte sind oder für was man gerade die Werbung macht. Ja. Aber mir ist es wichtig, dahinter zu stehen, weil warum sollte ich für etwas werben, wo ich gar nicht dahinter stehe, und das auch gar nicht zu mir passt, dann ist mir Kohle auch scheißegal, weil Kohle kommt und geht. Hm. Du kannst immer dir einen Job suchen. Oh, eine Frage habe ich noch vergessen zu BTN. Der Unterschied zwischen Jessica und Olli. Boah. Könntest du den beschreiben? Ja, also ich verkörpere Olli, dementsprechend sehe ich so aus wie Olli. Aber an sich sind wir komplett unterschiedliche Personen. Also Olli ist schon ziemlich böse, sie ist eine Ho und sie ist psychisch am Ende. Und ich nicht, ich bin einfach gechillt. Stimmt, es war ein sehr garstiger Mensch. Obwohl, eigentlich war sie gar nicht so garstig. Ich glaube, sie war einfach nur alleine und hat sich so ein bisschen Anerkennung und Zuneigung gewünscht. Ja, wow, das passt sogar. Oder? Ja. So schlecht war sie, glaube ich, gar nicht. Nee, aber dezent für den Arsch schon. Also jetzt menschlich gesehen, ja. Ist sie vergeben, die junge Frau? Ich denke mal, da schreiben noch viele Jungs, die sich... Ja, nein, ich bin nicht vergeben. Ich bin Single. Meine Frage ist beantwortet.
Hast du irgendwas schon mal bei dir machen lassen? Tatsächlich, ja. Ich habe einmal Botox gespritzt. Wie konnte sie nur? Oh, war ja letztes Jahr das erste Mal und ich war kurz traumatized. Wieso? Weil sie mir diese Spritzen reingeballert hat in die Stirn. Und ich mir dachte, what the fuck, ich mach das nie wieder in meinem Leben. Echt, wieso nicht? Oh, das war so unangenehm. Also alles, was so mit Spritzen im Gesicht zu tun hat, war... Also das war eine eklige Erfahrung. Wer weiß aber, ob in 5 Jahren, wenn ich es nötig habe, dann vielleicht nochmal. Also da bin ich nicht abgeneigt. Ja, ja. Wenn ich es nötig habe und Scheiße anfange auszusehen, dann ja. Aber ja, tatsächlich. Ich finde, dagegen spricht nichts. Nee. Also es kommt doch immer an, wie... bis zu welchem Extrem man das treibt. Wenn ich mir jetzt so Michael Jackson zum Schluss angucke oder so ein paar Leute aus Hollywood, die sehen halt echt schlimm aus. Das ist ja eine Sucht, du entwickelst ja eine Sucht. Ja. Aber ich finde, solange es natürlich bleibt, ist es in Ordnung. Aber alles, was darüber hinausgeht, natürlich ist es Geschmackssache, aber ich bin der Meinung, alles, was darüber hinausgeht, ist nicht nötig. Und ich finde heutzutage, wo eigentlich jeder alles machen darf, ob sich die Leute Fett absaugen oder was auch immer, warum sollen die sich nicht operieren lassen? Warum sollen die sich nicht ihre Lippen aufspritzen lassen? Und soll jeder das machen, was er will? Und die eine oder andere Falte, die sieht aber ganz sympathisch bei Leuten aus. Gerade wenn sie beim Lachen, du willst lachen, dann hättest du keine Falten im Gesicht. Ich bin gespannt. Justin und ich, wir werden mal demnächst einen Tag lang in der Schönheitschirurgie und unsere Sachen angucken, was man so heutzutage machen kann. Von Arschliften, Bauchimplantate für den Mann, Silikonbrüste für den Mann. Muskeln für Männer, weil es gibt ja Männer, die lassen sich mit Silikon Sixpacks. Oder gerade Brasilien, da kommt mir noch eine Frage dazu. Arschimplantate, Riesending, verstehe das nicht. Es ist natürlich leicht gemacht, sich einfach so ein Ding reinmachen zu lassen, anstelle von jahrelang zu trainieren. Eben, es ist halt bequemer und schneller. Ja. Und die Leute wollen alle immer schnell haben. Ja, das ist halt die Gesellschaft von heute. Schlimm. Brasilien. Ja. Ist sie wirklich Brasilianerin? Ja, ich bin halb Brasilianerin. Also meine Mama ist Brasilianerin und mein Papa ist Deutscher. Geboren bin ich aber in Berlin. Groß geworden bin ich in Brasilien, wie auch hier in Deutschland. Hast du viel Familie drüben? Ja, die ganze Familie von meiner Mama. Also Tante, Onkel, Oma, Opa, alles vertreten. Wo leben die da? Rio. In Rio? Mhm. Also ich weiß ja, sie ist immer in den Sommerpausen oder auch über Silvester, Weihnachten warst du immer oft in Brasilien, ne? Ja. Und jetzt, wann fliegst du wieder? Ich fliege am Samstag. Wie warm ist es gerade dort? Aktuell glaube ich 30 Grad, so wie in Thailand. Wie lange fliegt man nach Rio? So 12 Stunden. Das geht eigentlich. Ja, doch. Also ist Brasilien eine Reise wert? Definitiv. Ich habe immer ich habe gehört, dass es schön ist, aber auch ziemlich gefährlich. Gerade Rio, wenn man so ein bisschen abseits der touristischen Hotspots oder auch abends umhergeht. Ja, aber ich meine, wo ist es nicht gefährlich? In manchen Ländern ist es offizieller und in anderen Ländern ist es jetzt ein bisschen... steckt da. Aber in Brasilien sollte man definitiv aufpassen. Vor allen Dingen, wenn du als Touri unterwegs bist, dann nicht wirklich mit Wertsachen so öffentlich rumlaufen. Sprichst du Portugiesisch fließend? Mhm. Ich spreche fließend Portugiesisch und fließend Deutsch. Fließend Deutsch. Und Englisch. Stark. Ja. Du bist ja hier noch in Berlin, richtig? Du wohnst hier noch? Ja. Warum wohnst du hier in Berlin? Ich wohne in Berlin, weil es hier zum Arbeiten tatsächlich mehr Sinn ergibt. Erstmal. Könntest du das nicht, was du jetzt auch machst, in Brasilien machen? Ja, das könnte ich tatsächlich auch in Brasilien machen, aber dort läuft es ein bisschen anders. Inwiefern? Man müsste auf jeden Fall die Ausbildung gemacht haben als Schauspielerin. Also dort ist es schwieriger, als Quereinsteiger einzusteigen, so wie hier in Deutschland. Und wenn du nur Content Creator wärst? Ja. Das ist ja das Positive daran, ne? Wenn man Content Creator ist, dann kannst du von egal wo auf der Welt arbeiten. Ja, ja. Also ist es da auch möglich, das werde ich ja auch machen die nächsten 2 Monate. Ja. Weil ich habe hier das Thema mir nochmal Auswandern unterstrichen. Die Frage ist, willst du hier bleiben in Deutschland oder würdest du auch sagen, okay, ich mache das weiterhin so, ich bleibe hier, fahre ab und zu mal rüber für ein paar Monate? Ja, mein Ziel jetzt ist es erstmal pendeln zu können, also zwischen Brasilien und Deutschland. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich in Deutschland für immer bleibe oder in Brasilien,
weil ich der Meinung bin, dass die Welt so groß ist, man kann auch so viele Länder und Orte besuchen. Und irgendwann, wenn du das meiste durch hast, dann kannst du dich vielleicht für eins entscheiden, wo du dich wirklich wohlfühlst. Und ich brauche eine Mischung aus Brasilien und Deutschland. Also, wenn ich in Brasilien bin, vermisse ich Deutschland. Wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich Brasilien. Also, that's shitty. Ist immer so. Also wirklich. Ja. Was siehst du als Vorteil eigentlich Deutschland gegenüber Brasilien? Das Gesundheitssystem und Geld zu machen. Definitiv. In Deutschland? Ja, schon. Es ist easier. Und in Brasilien, was dort natürlich tausendmal geiler ist, ist die Energy, das Wetter, die Menschen, wie sie drauf sind. Und das gibt einem nochmal einen ganz anderen Input als hier in Deutschland. Wie ist der Brasilianer, der Normale? Die sind sehr lebensfroh und sehr liebevoll und nett. Ja. Wie würdest du den normalen Deutschen beschreiben? Grau und Fresse ziehend. Also hier in Berlin muss man das so sagen. I'm sorry, not sorry, too sorry, bye. Ja, Katastrophe. Auch nicht wirklich nett und höflich. Oh, eine Frage, die ich ja noch ganz interessant fand. Du bist ja ein Biker-Girl. Oh, ja. Yeah. Du fährst noch Motorrad? Ja. Was fährst du gerade? Ich fahre eine Kawasaki Ninja 650 2017. Geil. Wie bist du zum Mopedfahren gekommen? Einfach so? Als ich schon ein kleines Mädchen war, meinte ich immer zu meinen Eltern, wenn ein Motorrad vorbeigefahren ist, oh, guck mal, ich will auch, schon als kleines Kind. Und ja, dann ist es irgendwann, Gott sei Dank, dazu gekommen, dass ich meine Pappe gemacht habe. Ja. Ich habe auch als erstes Motorrad gemacht und dann ein Auto. Fährst du in der Kombi? So, du meinst Lederkombi? Ja. Oder mehr so im Sommer Hotpants und... Ja, okay, übertreibt deine Rolle nicht. In Hotpants würde ich da logischerweise auch nicht fahren. Aber in der Kombi fahre ich jetzt nicht wirklich immer. Also bitte nicht nachmachen, kann gefährlich sein. Aber ich habe auf jeden Fall immer meine Stiefel an und eine Lederjacke. Und mein Helm. Ich finde sowas wirkt immer, wenn eine Frau auf so einem Motorrad sitzt. Hat was? Definitiv. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist geil. So, du bist noch eine Woche hier in Berlin. Ja, jetzt noch ein paar Tage. Ja, was treibst du in der Zeit? Ja, ich bin viel zu Hause. Ich habe viel Papierkram zu erledigen, weil ich ja 3 Wochen nicht da war und auch kein Telefon hatte. Und ja, hauptsächlich mit meinen Mädels. Kein Telefon? Ja, kein Telefon. Aber verboten? War verboten. Ah, wegen Insider-Informationen, also sowas. Verstehe, verstehe. Ja, abschließend eine Frage, weil hier viele Mädels dich so angucken und sagen, boah, die Jazz ist toll und wir würden gern so sein. Gib du mal einen Tipp an Mädels, die auch Content Creator werden möchten. Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Also, wenn ihr Bock habt, das durchzuziehen, seid euch selber treu und macht das, worauf ihr Bock habt und scheißt drauf, was andere Menschen von euch denken. Ja. Ich würde ganz ehrlich sagen, die Leute sollten keine Content Creator werden. Ich finde, das ist so ein Job, den stellt man sich viel zu leicht vor. Wenn man jetzt vor 10 Jahren irgendwie angefangen hätte, dann glaube ich, dann gibt es halt so unglaublich große, wie die Sophia Thiel damals, die zum ersten Mal mit Fitness was gemacht hat. Und dann, die werden dann alle irgendwie groß und verdienen echt Geld damit. Aber es sind halt wirklich die wenigsten. Und wir versuchen ja heute irgendwie die Welt alle ein bisschen besser zu machen. Wenn ihr was machen wollt in eurem Leben, studiert, lernt was Richtiges, geht in die Politik. Dann hätten wir vielleicht mal ein paar richtige Politiker in Deutschland. Was hast du eigentlich vor deinem Schauspiel gemacht? Vor meinem Schauspiel habe ich 3 Jahre lang in einer Sicherheitsfirma gearbeitet, in einer Leitstelle. Und dann war ich für einige Monate im Beauty-Bereich tätig. Also direkt nach der Schule dann in die Sicherheitsfirma? Richtig. Ja. So, meine Gute. Du hast die Aufgabe, diesen heutigen Vlog zu beenden. Ja. Dazu sprichst du bitte in diese Kamera. Und du hast das Schlusswort. Was ist mein Schlusswort? Deins, was auch immer du sagen möchtest. Oh, scheiße, Mann. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Ding, 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 ding. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll, aber hola meine Loves und bye meine Loves. That's it from the Backstage Talk.